Halli, hallo, hallöchen, liebe Leute. Willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Shadow Warrior. Mit mir, eurem Laster. So, wir sind jetzt in diesem Aufzug. Da oben. Und haben das Level abgeschlossen. Aber wieder mal kein Leben verloren, das ist schon mal gut. Zwei Geheimnisse nicht gefunden, auch sehr gut. Das gefällt mir auch. Getötete Pfanne 213. Nee, dann hätte ich das in den anderen Aufnahmen vielleicht auch noch mit reinhauen können, aber das weiß man ja vorher nie. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht und wer überhaupt der nächste Endboss wird. Weil ich glaube, bei Kapitel 6 war ja der Minotaurus, dann sind wir, wenn das wieder 6 Kapitel dauert, jetzt nur 2 davon entfernt, beim nächsten zu sein. Und so wie das hier aussieht, könnte das sogar irgendein Wasserdämon irgendwas sein. Oder dieser Manticore, von dem sie gesprochen hatten. Es gibt im Wirklichen jetzt nicht nur einfach ein Schiff. Just like us. But where do they come from, darling? Did you ask Zilla that? We follow orders. We don't ask questions. So why start now? Man ist nie zu alt, um Unsinn zu lernen. Whee! Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man der Lassack ist. Unsinnsack? Nee, das klingt seltsam. Läuft das auch noch? Flammenwerfer-Munition wäre ganz nett. Pulgett brauche ich auch. Geht für Flammenwerfer-Munition. Werde ich nie tun. Oh, das sieht so böse aus. Gleich geht hinter mir das Tor zu und dann geht hier die richtig krasse Scheiße. Silvester! Auch lange nicht mehr gehabt. Aber das ist nicht gut, weil darauf bin ich jetzt nicht mehr vorbereitet. Weil ich nicht mehr zu 100% genau weiß, wie die Dinge aussehen. Und du kannst mich mal, Auto. Ja, ich habe gesagt, ich will auch auf die Autos weiter aufpassen. Das war keine Lüge. Liegt irgendwas? Halt mal, ist das jetzt die andere Seite von dem... Ach, keine Ahnung. Was bist du? Geld, oder? Das ist C4. Oder? We left you a little care package, darling. Grab it and let's start rigging it up. Are we infiltrating this ship or demolishing it? Both. It's full of evidence. Master Zilla is deeply allergic to evidence. I don't see any demons dusting for fingerprints. Orders are orders, Mr. Wang. Fair enough, but let's hold off blowing anything up until we get that sword. Ah, there's the brilliant tactical thinking you're known for. I knew it would come out eventually. Fuck off. Was ich jetzt langsam... Okay, da müssen wir wahrscheinlich lang. Was ich jetzt langsam glaube, ist, dass dieser Master Zilla vielleicht sogar der Endboss ist. Und dass das halt auch einer von diesen Dämonen ist, der einfach nur diese Schwerter verloren hat. Und wir Klapskopf laufen gerade rum und sammeln für den die Dinger. Und dann, ja, gibt's Shop Sui plus einen neuen Haarschnitt oder so. Wusste ich, dass hier irgendwas sein muss. Bla bla bla. Können wir schon wieder leveln? Nee, ich weiß, sie haben noch was bei Kräfte. Frei. Wie gesagt, am Wüsten. Das habe ich vergessen, offscreen mir anzugucken, aber das will ich jetzt alles nicht antun. Ich wollte gerade sagen, es ist groß genug, um irgendein Geheimnis zu verstecken, aber wir waren hier gerade bei einem. Obwohl, Geheimnis kann man das auch nicht wirklich nennen. Ich werde hier nicht runtersprinten. How do I board this thing? Ich wollte es gerade tun. Ja, ich würde sagen, das müssen wir mal abstellen, ansonsten. Müssen wir es mal mit ganz, ganz schnell durchspringen versuchen. Jetzt Gegnerhorn anlocken und das wieder anschalten. Das wäre voll genial. Ich trau dir nicht. Oder dahinter kommt gleich so ein Typ, lacht mich aus. Dann kommt von vorne. Lach, sag, du hast es fast übersehen. Nicht so viel quatschen. Oder nicht immer so viel quatschen. Und lacht uns dann aus und wir können nicht mehr weg. Und dann kommen von vorne irgendwelche richtig dicken Brüder. Das ist hier so komisch. Jo. Der ist leicht wütend, glaube ich. Warum rasten die in letzter Zeit immer so krass aus? So. Bevor ihr euch rumkugelt. Ja, ich glaube, das kann man wirklich rumkugeln nennen, was die machen. Überall voll mit der Scheiße. Wow. Wäre ich jetzt da hinten irgendwo gewesen, ich wäre wieder Mode. Aber die neueste Mode. Kommen wir da so hoch? Ich glaube ja. Da ist eh ein Zaun. Mal gucken. Ich will aber auch mich jetzt nirgends so festglitschen.
Oben ist auch gar nichts. Unsichtbare Wand. Wäre zu schön gewesen. Wir könnten ja von oben dann die Gegner angreifen. Geht's hier irgendwie? Ducken? Nein. Er ist wieder zu fett. Ach so. Wer? So. Schön offen bleiben. Da lang, ich wusste es doch. Ui. Hier nutze ich das sogar mal wieder. Einfach nur, weil es kann. Feuerwerk sogar im Hintergrund. Alle freuen sich, mich zu sehen. Das hätte euch eigentlich mehr Schaden machen sollen. Also das war mein Plan. Egal. Der freut sich so sehr, dass seine Luft geht. Was? Geh weg! Ich dachte, er hätte jetzt noch ein Bein und steht trotzdem. Ist hier noch was? Ich hab gerade noch was. Knochen. Und weg! Und weg! Und weg! Hm. Das Ding ist auch weg, gut. Whack! Es ist whack! Genau wie er. Ist jetzt auch von hier whack. Speichern. Da geht es hoch. Hier ist leider nichts. Wunderbar. So. Ich bin noch hier oben. Ich gucke mich dann gleich mal um. Speichern. Gucke mich dann erstmal um und dann schieße ich auf die Fässer. Aha. Gucken. Wow. Ich habe sogar noch Schaden bekommen. Da hinten ist ein großes Fass, das wir kaputt machen können. Das heißt großes Fass. Ihr wisst, was ich meine. War das jetzt... Ich wollte gerade sagen, war das jetzt ein oder zwei? Aber wir sehen es ja. Shit. Ja, komm, dann mach ich das mal so. Ich dachte, das würde jetzt durchgehen zu diesem großen Fass, aber. Egal. Oh, wenn die Flammenattacke dahin machen. Na, hau ab! Ich will's wegwissen. Weil, wie gesagt, wenn die da die Flammenattacke drauf machen. Nicht gut. Hat der den jetzt umgerannt? Nein. Den habe ich jetzt nur im kleinen Zeh erwischt. Jetzt nicht mehr? Der Scheißer lebt immer noch. Und immer noch. Na warte. Ich habe gesehen, dass du im Nähe bist. Hm, jetzt bist du weg. Whack. Art. Eure Fresse! So. Schön weg. Kommt der nächste? Das ist ein verdammt kleiner Raum hier. Fällt mir nicht so richtig zum Kämpfen, aber ist auch nicht so gut gegen die Viecher zu offen zu kämpfen, durch ihre ganzen Flammenattacken und alles. Da muss schon genug geben, wo du dich mal ganz kurz hinterhalten kannst. Wie viel Schaden die machen, obwohl du weg bist. Ja, genau diese Flammenattacke meine ich. So. Die ist ziemlich eklig. Ist der eine jetzt hingegangen? Daneben? Auch daneben? Wow. Ist auch verdammt frech und ekelhaft, wenn hier zu viele von den kleinen Viechern da rumlaufen.
Zack! Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, ob es mehr bringt, wenn wir näher dran stehen, dass er mehr Schaden macht, aber... Versuch. Auf jeden Fall, wenn wir so ein Schwert noch erwischen, ne? Das ist auch auf jeden Fall was. Oh! Daneben. Ich weiß gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob der jetzt Schaden gehalten hat. Aber man hat gesehen, dass sie wehgetan hat. Ey, umso näher ich dran stehe, umso mehr Schaden macht das anscheinend dann doch. Was ist das? Kopf ab. Na, jetzt wollen sie sich rächen. Kommt ruhig her. Ich werde euch die Zähne schneiden. Naja. Genau. So, hinstellen. Karma-Punkt, okay. Und jetzt macht er wieder irgendwas Schwules. Ich hasse dich. Na? Wow. Super, wir haben es geschafft. Wer hätte es gedacht? So. Müssen wir hier runter? Nee, ganz bestimmt nicht, Lachsack. Alles klar, hier hoch. Glaube ich jedenfalls. So, das Ding nur. Ich brauche es noch nicht mal, aber das Geld wird nämlich gerne mit dem Piep. Wow. Ich und mein Sprint. So, machen wir es, dass es sich mehr, oder besser gesagt, schneller auflädt, oder dass wir mehr haben? Ich würde sagen, erst, dass es sich mehr auflädt, das Sprinten, dann, dass wir mehr haben. Waffen nicht, Fähigkeiten. Bewegung. Die Ausdauer ist um 20% erhöht, wie gesagt, dann ist es hier wahrscheinlich. Die Ausdauer, Regeneration ist um 20% erhöht. Das hauen wir mal rein. Um 50. Was? Die Sprintgeschwindigkeit ist um 20% erhöht. Auch super. Gut. Jetzt sage ich zu oft gut. Weiß auch nicht, was da los ist. Gucken wir, ob wir gleich die Ladies treffen. Oh, da hat einer Durchfall. Funny. How do I get to you? You can't reach us from where you are. Aufpassen. Just break this part of the ship and we'll meet you in the cargo hold. Copy that. Das ist das Wunderfolie mit Klebeband. Die kriegt gar nicht so schnell kaputt. Glückskeks. Lebe Wang und glücklich. Mhm. Lo Wang. Ich verstehe. Oh, das ist Wasser. Da wieder trinken. Hier war ja nichts, glaube ich. Doch, es ist was, aber... Gehen wir jetzt zurück? Lass sag, du bist ein Horst! Nee, ich habe gedacht, da können wir jetzt dahinter gucken. Ja. Und ich jetzt tiefe Wasser? Ich bin mehr der Typ hier fürs Kinderplanschbeck. Mach ich noch Raketenwerfer, wollte ich schon sagen. Nicht Flammenwerfer aufgefüllt? Ja, hatten wir. Das war klar. So, muss mal richtig schön spawnen lassen. Genau, und dann. Wow! Oh, der. Hast du ja ausge. Du Drecksau! Hier kommt ihr nicht lebend weg. Du Schlingel! Sammelt der dann Energie? Das war's. Zack. Wow! Okay. Die Dinger sind auch böse. Bang! Das wäre ein schöner Platz gewesen. Im Versteck, aber nein. Nein.
Moin. Wie jeder weiß, liebt Lastsack-Räume, die ganz, ganz doll in Luft fliegen. 40 Gold. Geld. Gold. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, mehr nicht. Ich will jetzt auch nicht dran gehen, weil am Ende ist es doch so gewesen, dass mir die Flammen einfach nur nicht angezeigt wurden. Bei dem einen Durchgang, wo ich war. Und dann bin ich Mode. Ich will mal ganz kurz gucken. Ja. Gucken, können wir jetzt das Schild aufnehmen? Warum liegt das hier rum? Ich will das kaputt machen. Ich hoffe, es geht jedenfalls. Es geht. Mit genug Gewalt geht alles. Muss ich jetzt da drüber springen, oder? Ja. Ich würde schon sagen, nicht, dass jetzt wieder sowas ist von wegen unsichtbarer Wand. Angst vor der gesamten Einrichtung hier. Alles will mich umbringen. So, was ist hier? Irgendwas drücken? Ich glaube noch nicht. Warum bin ich denn hier? Ich muss doch hier bestimmt irgendwas machen. Oder das war einfach nur, um mich mal kurz umzusehen. Und ich musste runterfallen, weil ich da nicht mehr hochkomme. Dann wäre ja wenigstens mal ein Geheimnis nicht gewesen. Egal, ich beschwere mich zu oft, glaube ich. So. Minuten sind wir? 17. Gut, würde ich sagen, beende ich den Part ab hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen. Euer Lastsack.